geht, meine Freundin? Herzlich willkommen auf dem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder zu unserem Realismus-Selbstversuch hier auf der Ellerbach mit einer neuen Woche. Ja, und ich wünsche euch auf jeden Fall auch schon mal einen guten Start in die neue Woche. Die wünsche ich euch nicht nur persönlich, sondern auch mir hier auf der Ellerbach. Ja, wer das Wochenendvideo gesehen hat von der Ellerbach, hat nur mitbekommen, dass die Karte in den Mod-Hub eingereicht wurde. Bedeutet, die geht jetzt in den Test, dann kann es sein, die kommt zurück, dann geht sie wieder in den Test, dann geht sie in den Konsolentest und so weiter und so fort. Und das Spielchen kann sich auf jeden Fall noch 1 bis 2 Wochen drehen. Also geduldet euch einfach, man kann keinen Termin sagen, wann sie kommt. Das weiß nicht mal der Mapper selbst bzw. das Team. Deswegen geduldet euch einfach, habt so lange ein bisschen Spaß hier bei dem kleinen Let's Play hier bei mir, damit ihr hier so ein bisschen vorab euch über die Karte informieren könnt. Gut, was steht denn heute an? Ganz kurz, ich hole euch noch ab für diejenigen, die nicht im Stream dabei waren. Wir haben nun jetzt hier den Spielstand so, dass die Karte für euch sichtbar ist, wie sie im Mod-Hub kommt. Bedeutet, es wurden ein paar Kleinigkeiten noch verändert, zum Beispiel vom Quirin kam hier die Hütte dazu. Der alte Unterstand, das wisst ihr, da war ja hier noch so eine kleine Aussparung. Nun ist die Bude dazugekommen. Am Anfang dachte ich auch so, also meine persönliche Meinung so, schade, die andere gefiel mir irgendwie besser. Allerdings, wenn man sich so ein bisschen damit erstmal beschäftigt, also auf den zweiten Blick, finde ich die gar nicht so verkehrt. Denn die passt halt auch optisch nun stimmiger zu dem ganzen Rest. Ja, es ist so eine richtig schöne Einheit. Auch mit diesen kleinen Guckfenstern hier und so weiter, finde ich doch im zweiten Blick schön. Wir haben hier das Ganze so ein bisschen angepasst, damit wir unseren Werkstatt-Trigger und so weiter wieder zur Verfügung haben, haben wir soweit im Stream alles angepasst. Ebenso, wenn wir hier drüber einen Blick werfen über den Zaun, da seht ihr nun, passt es auch mit dem Gras. Also das war schon die Vermutung, die ich hatte, dass da das, ich hatte ja eine alte Version, dass da das mit dem Gras noch nicht gestimmt hat. Nun stimmt das Ganze auch. Was haben wir im Stream gemacht? Wir haben alle 3 Wiesen nochmal neu gemäht. Das bedeutet, wir haben ja einmal die 172, die 106 und die 99 haben wir nochmal frisch gemäht. Das so mal der Stand. Heute gibt es viel, viel Neues. Gut, ansonsten ist alles beim Alten. Wir haben über Easy Dev Tool, ne, ich finde es einfach wichtig, transparenterweise das Ganze, dass ihr das wisst, was wir getan haben, habe ich mit Easy Dev Tool die Fütterung hier wieder voll, also soweit voll gemacht, wie wir drin hatten. Wir haben das Geld wieder hin platziert. Wir haben die Vehikel hergenommen aus dem alten Safe Game. Da war auch von den Placeables das ganze Zeug noch da. Also unterm Strich brauchte ich eigentlich nichts verändern, bis auf das Abmähen der Wiesen, dass das wieder seine Richtigkeit hat. So brauchte ich mir einfach keine Ballen irgendwie mit Easy Dev Tool spawnen. Ebenso ist es die kleine Umplatzierung von den Triggern da oben und das war es eigentlich schon. Der einzige Nachteil im alten Spielstand war hier schon Mist gespawnt. Das heißt, wir müssen hier noch Stroh reinpacken. Das wollte ich jetzt mit euch einfach kurz auf die Schnelle direkt machen, denn ihr habt ja gesehen, ich glaube, das war hier drin, ne? In meinem Let's Play, wir haben da, glaube ich, 2 Ballen reingepackt und das mache ich jetzt mit euch, weil viele wollen immer wissen, was ist denn das hier für ein Tool, das ich hier verwende. Das nennt sich Easy Development. Da tue ich zum Beispiel jetzt hier den starken Bauer anschalten. Ich spawn mir 2 Ballen Stroh, denn wir hatten ja hier schon Stroh drin, sonst würde kein Mist kommen und somit sind wir jetzt alle gemeinsam wieder auf dem alten Stand des Let's Plays. So, und jetzt gehen wir in den neuen Teil, denn der Händler hat mich angerufen, ich soll mal vorbeikommen. Ich soll mal auf die Schnelle vorbeikommen, er hätte da was Feines für mich da. Ich soll mir das doch mal anschauen. Dann gehen wir mal rüber. Und da ist nämlich ein Vorführer da. Ein 300er vom lieben Simon. Und an der Stelle gleich mal, ja, es soll in den Mod-Hub kommen. Ja, es soll auch für Consoleros verfügbar sein.
er war so lieb und hat gesagt, möchte mal so ein bisschen zeigen, was da so auf die Leute zukommt. Und ich habe ihm auch gleich gesagt, ich habe halt keine Ahnung. Also ich habe wirklich keine Ahnung von dem Zeug. Ich kann es nur aus meiner laienhaften Sicht euch präsentieren. Und das mache ich halt auch gerne. Deswegen werden wir heute den Fendt 313 Vario zum Schwaden nehmen. Denn wir wollen ja unseren Betrieb so ein bisschen aufstellen in Richtung Milchviehbetrieb. Deswegen machen wir Grassilage Ballen draus. Also, ganz kurz, wir schauen mal in den Shop rein. Das Ganze findet ihr natürlich unter Kompakttraktoren. Und dann haben wir hier den 300er in drei Varianten. 312, 33, oh, es sind sogar vier, es tut mir leid. 10, 11, 12 und den 13er. Wir haben uns den 313er geholt. Ihr habt na klar diverse Konfigurationen. Reifensound, ne, nehmt ihr das von Peter Aha mit rein, dann habt ihr das auch. Wir haben diverse Designs. Ihr habt na klar die Spiegel in unterschiedlichen Ausführungen. Geschwindigkeits-, Frontzapfwelle, Frontladebau. Ihr habt IC und Mouse Control. Warum? Mouse Control natürlich für die Consoleros. Ich habe jetzt Interactive Control drin, also dieses Vertex-Design. Ich glaube, so ist es, ne? Und na klar, diverse Farbvarianten, die man so zur Verfügung hat. So eine kleine Side-Story hat er mir noch zur Verfügung gestellt. Er hat das Grundmodell genommen, das Ganze so weit ausgeschnitten, dass na klar auch alles vernünftig animiert werden kann. Ich muss aber so ein bisschen spiegeln an der Stelle. Er hat dann IC verbaut und DBL. DBL-Funktionen, na klar, so Differential, Allrad und so weiter ist da animiert. Ich bin nicht DBL-Profi, das hat er auch gleich gemerkt. Ich blick's noch nicht so ganz. Auf jeden Fall sind diverse Sachen verbaut, wo ihr dann seht, was zum Beispiel angebaut ist. IC-Funktionen gibt es, na klar, Türen, Dächer, Sonnenblende, das ist ganz cool. Kotflügel, Spiegel, Fronthydraulik, Außen und Innen. Und es gibt halt Unmenge. Also er hat einen großen Text geschrieben, aber ihr sollt natürlich auch noch, wie immer, selber etwas entdecken. Ich finde es schön. Ich finde ein richtig schöner Schlepper und das Ganze werden wir uns jetzt mal ausleihen. Und dann nehmen wir mal die Arbeitshaltung rein. Wie gesagt, ich habe mir den 313er genommen, in der Hoffnung, dass er dann gleich auch mein Schwader ziehen kann. Also, so sieht das Ganze aus. Ich mache mal so einen kleinen Rundumblick. Hier. Ah ja. Guck mal hier. Hier können wir, glaube ich, das Ganze runterlassen. Aha. Okay, gibt mehrere Stufen. Interessant. Dann haben wir, glaube ich, hier die Dachluke. Ja. Kann man sich, glaube ich, wohlfühlen. Hinten, vorne hier soll dann noch irgendwann ein Bildschirm noch dazukommen. Ja, bin ich mal gespannt. So, dann gehen wir mal hintere. Denn im hinteren Bereich werden wir uns heute über den Maschinenring einen Schwader ausleihen. Den Schwader, ja, ich stelle so langsam aber sicher um auf Austria-Design. Denn ich wollte mir mal anhören, wie der Schwader so klingt. Jetzt könnte es na klar sein, dass er vielleicht ein bisschen zu klein ist, der Schlepper. Das mag gut möglich sein. Ich wollte es jetzt einfach mal kombinieren, die zwei neuen Geschichten miteinander. Und dann werden wir schon sehen, ob das Hand und Fuß hat. Ansonsten gehen wir auf den größeren mal über. Aha, kann man hier noch Wartung durchführen, Leute? Okay. Was ist das hier? Ah, da kann man wieder ausblenden. Okay. Ich glaube, ich muss hier noch so ein bisschen experimentieren. Schon gesehen, was man hier noch tun kann. Ich glaube, hier hinten war das irgendwo noch mit der... Lol. Okay. Und jetzt könnte ich das hochlassen, oder? Wie ist denn das? Ich weiß nicht, was ich hier machen kann. Das war, glaube ich, das. Das. Okay. Ja, ich weiß es nicht so recht.
Aber ich habe ihn ja vorgewarnt. Ich habe halt einfach null Ahnung. Null. So, dann können wir das hinten hochlassen? Nee, der klappt dann gleich aus. Okay. Dann ist er tatsächlich so weit unten, oder? Gehen wir mal los. Sonst ist halt gar nichts geschafft. Also vom Ziehen her wird es jetzt das kleinste Problem sein. Ich gehe mal schwer davon aus, der wird es packen. Schwieriger wird es nachher sein am Hügel, an der steilen Geschichte, dass das funktioniert. Auf der flachen Wiese sehe ich da jetzt keine Probleme. Auch wenn er hier nicht der stärkste ist, wird es schon passen. So, wir fahren einfach mal geradeaus durch und gehen auf die Wiese direkt am Hof. Wie gesagt, ich möchte meinen Betrieb so ein bisschen in Richtung reinem Milchviehbetrieb aufstellen und vieles mit Mischration natürlich bearbeiten. Allerdings möchte ich einfach erstmal Ballen machen. Ich habe irgendwie Lust, die Fahrsilos in Silageballen aufzufüllen. Frag mich nicht warum. Ich will das einfach mal, das hat irgendwie, glaube ich, so was Optisches. Habe ich irgendwie Bock dazu. Und ich hoffe, dass da jetzt ein bisschen was runterkommt von dem Ganzen. Und so möchte ich das Ganze dann auch stellen. Wir haben nicht mehr ganz so viel Geld. Das habe ich jetzt nun bewusst gemacht. Deswegen habe ich mir nochmal eine Wiese dazu gekauft. Damit wir da auch nochmal so ein bisschen realistischer rankommen. Ne? Dass wir hier nicht irgendwo 100.000 bis 200.000 Euro noch auf der hohen Kante haben. Das wollte ich nicht. Und mit dem restlichen Geld möchte ich dann natürlich, sobald wir uns gut aufgestellt haben, meinen Tierbestand erhöhen. Denn aktuell mit 10 Kühen und einem Bullen, da ist na klar nicht viel zu machen. Da kommen wir sonst nicht ums Eck. So, du wartest hinter bitte. Ja, du bloße Tudler. Ah, ich bin eine verkehrt gefahren. Okay, dann drehen wir eine kleine Ehrenrunde am Hof. Kurz zur Frau. Noch hier diesen Püddinger und den Fendt zeigen. Gut, eben frei. So, wir haben immer noch keinen Spiegel. Ich glaube, ich gehe jetzt mal im Off. Ich meine, der Landbauer auf Forbidden Mods hat so einen Spiegel, ne? Den müsste ich mir jetzt unbedingt mal platzieren. So, hier müssen wir rein. Und dann bin ich gespannt. Die Mähwerke waren ja auch von Austria. Und deswegen wollte ich jetzt unbedingt mir mal noch so einen anschauen. So, bevor wir das Ganze aber beginnen, gehen wir mal ganz kurz in den Außenbereich. Das sieht doch schon mal sehr schön aus. Schöne Kombination. Denn wir werfen ganz kurz einen Blick in den Discord. Denn hier ist es ja so, wir haben hier die Preisliste und wir werden uns den Schwader jetzt nicht als Vorführer sozusagen hernehmen, sondern den werden wir uns in unserer Preisliste mit aufnehmen. Ihr seht hier meine Arbeitsschritte, die ich beim Maschinenring zahlen würde. Und dann finden wir hier Mähen, Wenden, Schwaden. Allerdings habe ich hier nur einen 8,5 Meter Schwader drin. Den werden wir trotzdem hernehmen. Der Pöttinger hat, meine ich, irgendwas mit 6,6 Meter. Wir werden irgendwo 7,50 Euro die Stunde pro Hektar bezahlen. Plus dann die Mehrwertsteuer. Und das werde ich dann wieder in meine Liste mit aufnehmen. In meine Rechnungsliste hier, die ich dann irgendwann auch mal noch ein bisschen schöner gestaltet. Das bloß mal so wie immer zur Transparenz für euch. Gut, dann können wir jetzt reingehen in unsere Geschichte. Also, einmal ausklappen. Das ist, glaube ich, so ein Schwader, ne, wo zur Mitte herzieht. Kann es sein? Lass uns das Ganze mal noch in Ruhe begutachten. Für was ist vorne dran dieser Ding? Hinten anschalten. Kann es sein, dass man dann noch die Arbeitsbreite einstellen kann?
Schwader abschalten, Schwader sinken. Arbeitsmodus. Steuerung Z. Ja. Kann ich das Ganze noch Doppelschwad, Schwaden Doppelschwad, Seitenschwad, Nachtschwaden. Ich nehme mal die Seitenschwad zur Sicherheit. Das heißt, wir werden jetzt gleich eine Kurve links rüberziehen, damit wir es ein bisschen weg vom Zaun ziehen. Zumindest ist mal so mein aktueller Plan. So, und dann können wir das gute Stück ablassen. Und dann müssten wir rein theoretisch das Ganze reinziehen. Damit wir das dann beim nächsten Mal schön mit der Ballenpresse aufnehmen können. Die haben wir ja schon da drüben. Das ist unsere eigene, eine Fendt-Ballenpresse. Wie gesagt, Silage habe ich Bock. Wir haben die passende Ballenzange ja schon gekauft. Das hatte ich ja damals schon erwähnt. Deswegen möchte ich einen Ballengreifer, wird es wahrscheinlich nennen, sich nennen, das Ganze. Deswegen habe ich das dort gleich gekauft und nicht einmal so, einmal so. Da hat der Schwab sich einfach ein bisschen was gespart. So, dass das Ganze auch dann ein bisschen Sinn macht. Oh, er zieht eigentlich ganz gut. Muss ich sagen, das passt. Eine schöne Kombination. Also Simon, ich hoffe, das passt soweit für dich. Ich habe dir ja gesagt, dass ich da wahrscheinlich nicht der richtige Ansprechpartner bin für das Ganze. Er macht auf jeden Fall schon mal sehr viel Spaß. Was mir ganz gut gefällt, ist halt das Einfachste vom Einfachsten wahrscheinlich, die Sonnenblende. Weil das vermisst man doch ab und zu mal so. Und na klar, die Optik ist schön. Passt na klar gut an den Hof, da hat er auf jeden Fall recht gehabt. So ein kleiner 300er. Und so bremst er so ganz komisch, ganz zackig ab und ich weiß nicht, warum er das tut. Vielleicht habt ihr da eine kleine Idee. So, die erste Schwarte ist durch und den Rest schauen wir uns dann beim nächsten Video wieder an. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis dann, euer Yogi. Ciao.